Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich mit euch diesen wunderschönen Windspinner im Halloween-Style häkeln. Der ist mit Spinnfasern versehen, das sieht aus wie Spinnweben. Und ich habe noch einen kleinen Halloween-Kürbis dran gemacht. Und das macht einfach nur Spaß und ist eine tolle Deko. Viel Spaß! Für diesen schönen herbstlichen oder Halloween-Windspinner brauchst du ein schönes Garn. Ich habe mir hier ein schwarzes Wollgarn rausgesucht und ein orangefarbenes, das passt ja so schön in die Kürbiszeit. Hier habe ich noch so ein Effektgarn, aber weiß nicht, ob ich das nehme. Hier habe ich noch ein anderes Effektgarn. Da ist leider nur dieser Anhänger dran, Made in Italy, Articles by Comp, 100% Polyamid. Steht keine Firma drauf und nichts, keine Ahnung. Aber das ist natürlich super für so, ja, so Gefussel noch mit einzuarbeiten. Bei Halloween und so passt das. Das Wollgarn ist die Brando von Lanatus. 100% Schurwolle. Auf 50 Gramm läuft die 125 Meter. Ich denke, mit diesen zwei Knäueln kommen wir hin. Du brauchst natürlich eine Häkelnadel, eine passende. Ich habe hier eine 3,5 von Adi. Mit der arbeite ich am liebsten. Habe hier eine Schere für die Fäden durchzuschneiden und du brauchst noch eine Woll- oder Stopfnadel für alles zu vernähen, sofern du es nicht einhäkelst, die Fäden nicht einhäkelst. Und dann habe ich hier noch so ein Stück Spinnfaser. Also daraus kann man mit dem Spinnrad dann einen Faden spinnen. Ich nehme dies aber, das ist hier auch so ein bisschen schwarz an, also wie so dreckiges Spinnweben. Die machen wir nachher noch da dran und das wird bestimmt ein super Effekt. Unten an den Windspinner kann man natürlich auch wieder hier so Gebammel machen, so Perlen, wie ich das hier auch habe. Ich habe da schwarze und orangene Perlen und Holzperlen, die werde ich noch dran machen. Und dann eventuell noch einen Kürbis häkeln oder du kannst dir im Bastelbedarf so ein Gerippe kaufen oder eine Spinne, die du unten dran hängst. Da sind der Fantasie ja auch keine Grenzen gesetzt. Also einfach ein bisschen ausprobieren und dann hast du einen ganz tollen Windspinner. So, für den Start des Windspinners habe ich mich für das schwarze Garn entschieden und beginne erstmal mit einer Schlaufe, also einem Knoten, den ich jetzt mache. Das kannst du machen, wie du es gewohnt bist oder kennst. Und dann habe ich jetzt hier so diese Anfangsknoten und dann mache ich jetzt einfach eine Luftmaschenkette. Und zwar, ich schlage jetzt 100 Luftmaschen an. Wenn du den Windspinner länger haben möchtest, dann machst du einfach, keine Ahnung, 110 oder 120 Maschen. Und wenn du ihn kürzer haben möchtest, machst du einfach weniger. Das bleibt also auch ganz dir überlassen. Kannst du ganz individuell agieren. So, also das machst du jetzt. Ja, so die Länge, die du haben möchtest. So, ich bin jetzt hier bei den 100 Maschen, Luftmaschen angekommen. Das ist meine Luftmaschenkette. Und jetzt häkele ich in jede Luftmasche eine feste Masche. Und zwar die komplette Reihe zurück. Ich steche hier ein und mache eine feste Masche. Und in die nächste. Und eine feste Masche. So geht es jetzt immer weiter, bis du am Ende oder sozusagen an dem Anfang der Luftmaschenkette wieder angelangt bist. So, jetzt sind wir am Ende angekommen. In jede Luftmasche haben wir eine feste Masche gehäkelt und jetzt geht es zurück mit halben Stäbchen. Dazu mache ich am Anfang zwei Wendeluftmaschen oder Steigeluftmaschen auch genannt und gehe dann hier in die erste Masche hinein und häkel ein halbes Stäbchen. So, das ist die erste Doppelung sozusagen. Dann in die nächste Masche, man sieht es natürlich schwer, weil das Garn ist schwarz, ne? Man muss da ein bisschen aufpassen. Halbes Stäbchen, durchgerutscht. Und in dieselbe feste Masche noch ein halbes Stäbchen. Also immer zwei halbe Stäbchen in eine feste Masche der Vorreihe. Und dann
kriegt das jetzt schon langsam gleich eine Spiralform. Werdet ihr dann sehen. So, ich habe jetzt schon mal ein Stück gehäkelt und da siehst du schon, wie das sich so schweinchenschwanzartig eindreht, diese Spirale. Ne? Das ist also die Grundlage jetzt für den Windspinner. Hier sieht man schon, nachher wird er so übereinander gelegt, gleichmäßig und ein bisschen platt gedrückt, damit er auch seine schöne Form bekommt. Das machst du jetzt bis zum Reihenende einfach. Dann wird der Faden abgeschnitten und wir fangen wieder hier vorne an, damit die schöne Seite der Maschen auch oben bleibt, ne? Also auf einer Seite, weil wenn du hin und her häkelst, dann hast du auf eine Reihe die schöne Seite, wie bei diesem Windspinner gut zu sehen, und in der nächsten Reihe diese, ich sag mal, etwas unschönere Seite, ne? Und das wollen wir natürlich vermeiden. Wir wollen natürlich alle schönen Reihen in einem Verlauf haben, sage ich, ne? So. Also, das machst du jetzt bis zum Reihenende und ja, dann Faden abschneiden und wieder vorne anfangen. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe angekommen und schneide dann hier jetzt auch den Faden ab und ziehe den einmal durch. Zack, einfach so durch. Und dann beginnen wir jetzt hier vorne mit der neuen Farbe. Ich habe jetzt hier die Orange genommen. Klar, Halloween und Kürbis, ne? Ihr versteht schon. Und jetzt mache ich so eine Anfangsschlaufe. So, mit einem Knoten halt. Und beginne jetzt hier. Ich mache jetzt ein stehendes Stäbchen am Anfang. Du kannst jetzt hier auch einfach anfangen und machst drei Steigeluftmaschen. Ich mache es jetzt mal mit einem stehenden Stäbchen. Und das geht so. Faden von unten mit der Nadel umschlingen, also die Nadel unter dem Faden herführen. Hier ein bisschen festhalten. Dort hineinstechen in die erste Masche. Faden durchziehen. Halt, da haben wir ein bisschen Faden gespalten. Nochmal. Also nochmal hinein. Und dann siehst du, wenn du den hier festhältst, so ein bisschen Spiel geben, dann hast du hier ein stehendes Stäbchen am Anfang. Also anstatt der drei Steigeluftmaschen. Aber wenn dir da zu kompliziert ist, dann kannst du natürlich auch drei Steigeluftmaschen machen. Ne? So, und da hinein häkle ich jetzt noch zwei weitere Stäbchen. Und das ist auch schon das Muster oder die Machart für diese Reihe. Nach den drei Stäbchen, die du in eine Masche reingehäkelt hast, machst du oben eine Luftmasche und überspringst unten auch eine Luftmasche. Halbes Stäbchen in der Vorreihe. Ne? So, also dieses hier. Du stichst dann erst in die nächste Masche ein. Und häkelst dort auch wieder drei Stäbchen hinein. So, und somit nimmst du dann natürlich auch gut zu. So, eine Luftmasche. Unten eine Masche überspringen. Und in die danach folgende Masche drei Stäbchen häkeln. So geht es jetzt bis zum Reihenende auch wieder. Oben eine Luftmasche, unten eine überspringen, in die nächste hinein, drei Stäbchen häkeln. So, kann man sich schon vorstellen, wie es dann wird. Das dreht sich jetzt dann auch so spiralförmig ein. So, das machst du jetzt immer weiter. Bis zum Ende der Reihe. Also immer oben eine Luftmasche dann, unten eine überspringen, in die nächste dann drei Stäbchen und
Ja, das bis zum Reihenende fortführen. So, jetzt bin ich hier wieder am Ende angekommen. Schneid hier mal den Faden ab und zieh ihn durch. Zack. Weil wir haben jetzt wieder einen Farbwechsel vor uns. Und jetzt siehst du schon, es ist wirklich wie ein Schweineschwänzchen, ne? Und jetzt siehst du ja wunderschön, wie sich das eindreht. Jetzt kommt wieder schwarz, ne? Also ich wechsle jetzt wieder auf schwarz und dann machen wir denselben Anfang wie eben, nur wird jetzt hier in jeden Zwischenraum werden vier Stäbchen reingehäkelt. Also ich mache das wie eben. Ich mache mir so eine Anfangsschlaufe. Kommt ein bisschen auf Seite. Kann man es sehen. Und fange mit einem stehenden Stäbchen wieder an. Das geht ja so. Du gehst mit der Nadel unter den Faden, hältst das hier so komplett zusammen fest. Also den Anfangsknoten und die Schlaufe und dann gehst du hier in die erste Masche rein. Ich sichere hier den Faden auch gleich mit. Ne, warte mal, das war falsch. Da ist die erste Masche. So, also am Anfang immer ein bisschen fummelig. Zieh das hier stramm und dann siehst du, dann liegt das eigentlich schon wie zum Abmaschen bereit. Bisschen ziehen und die letzten zwei Schlaufen. Okay, da häkelst du jetzt noch drei weitere Stäbchen ein, sodass du insgesamt vier hast. Du kannst da natürlich am Anfang auch wieder Steigeluftmaschen häkeln. Drei Stück. Aber du kannst natürlich auch so machen. So, und jetzt eine Luftmasche. Und in den Zwischenraum, da umhäkle ich tatsächlich immer die komplette Masche. Also wenn man da jetzt in die Luftmasche dazwischen irgendwo reinfummelt, das ist ja Quatsch, sieht auch doof aus. Man umhäkelt die einfach. So. Und zwei. Und drei. Und vier. So. Luftmasche. Und wieder eins, zwei, drei und vier. Luftmasche. Und das machst du jetzt bis zum Ende dieser Reihe. So, und jetzt bin ich am Ende der Reihe angekommen. Und wie gehabt, Faden abschneiden. Man kann die Fäden auch gleich mit verhäkeln, man kann sie aber auch vernähen. Also ich vernähe sie jetzt dieses Mal. Genau, so. Ja, das sieht auch schon ganz nett aus. Und ja, wenn man das jetzt hier sieht, man schon, dass man den schön übereinander legen muss nachher und dann so ein bisschen platt drückt. Aber das zeige ich euch dann auch nochmal. Und dann kann man es schon gut erkennen. Ha. Ja, prima. So, und dann gehen wir jetzt wieder zum Anfang der Reihe. Jetzt verleihen wir dem Teil noch so einen Spinnenkörper-Look. Und zwar habe ich ja hier dieses tolle Effektgarn. Und jetzt machen wir noch eine Abschlussrunde mit Picots, also so kleine Mausezähnchen, ja. Und zwar nehme ich dann dafür die schwarze Wolle und das schwarze Effektgarn. Na, und das lasse ich dann als ein Faden laufen. Also ich verhäkle das praktisch zusammen. Na, und wo ist jetzt hier der Anfang? Ist mal ein bisschen tricky. Halt. Ah, da. Okay. Jetzt geht's. Und gehe jetzt einfach mach wieder meine Anfangsschlaufe. Wie gewohnt mit dem Knoten. Zack. Aber Achtung, wenn du jetzt loshäkelst, das lässt sich sehr schlecht wieder aufziehen. Ne? Du gehst jetzt hier an den Anfang und wie gehabt machst du hier eine feste Masche. Also es wird jetzt,
Einfach eine Reihe mit festen Maschen und Picots. Ich häkel immer drei feste Maschen. Eins, zwei, gut, zähl mal die erste Masche auch schon mit. Und dann mache ich das Picot. Eine Luftmasche, zwei Luftmaschen, drei Luftmaschen. Und dann gehe ich hier unten in den Fuß, also man muss das wirklich jetzt fast fühlen bei dem Schwarzen, in den Fuß rein und mache eine Kettmasche. So, und dann in die nächste Masche eine feste Masche. Dann hier um den Zwischenraum die Luftmasche auch eine feste Masche. Und noch eine feste Masche. Jetzt muss ich mal hier meinen Garn ziehen. Das hat schon ein bisschen verheddert. Und das ist jetzt wieder ein Picot. Eins, zwei, halt. Drei. Und dann hier unten in den Fuß der Masche des Picots eine Kettmasche häkeln. Also Faden einfach durchziehen. Und dann siehst du, dann gibt das hier so Zacken. Nochmal so als Abschluss finde ich das ganz, ganz effektvoll. Und das Ganze fühlt sich dann auch noch so ein bisschen an wie so ein haariger Spinnenrücken. Na gut, jetzt habe ich mir erstmal meinen Faden herbeigeholt. So, und da. Feste Masche. Ich räume das mal ein bisschen zur Seite, dann sieht man es besser. Zwei feste Maschen. Und hier häkle ich einfach um die Masche wieder rum. Ich habe jetzt hier den Zwischenraum. Dritte feste Masche. Und eins, zwei, drei Luftmaschen. Hier unten in diesen Fuß reingehen. Und durchziehen. So gehen Picots. Aber wie Picots funktionieren, da habe ich auch noch ein Video auf meinem Kanal. Also wenn derjenige das jetzt noch nicht so kann oder weiß, dann kann man sich das auch noch mal separat angucken. Eins, zwei, drei. Dritte Masche. Eins, zwei, drei Luftmaschen. In den Fuß um diese beiden Schlingen rumgehen und eine Kettmasche. Weiter geht's. Mal gerade schauen, wo bin ich drin? Ah, da. Eins, zwei, drei. Und wieder in den Fuß hinein. So, Kettmasche. Fertig. Bisschen größer gemacht. Ja, sieht auch cool aus. Also Fäden muss man sich natürlich noch wegdenken beim Vernähen. Ja, wie so ein bisschen so nariger Spinnenrücken. Finde ich ganz originell. Diese Zacken, diese Picots, Mausezähnchen, die machen dann noch mal so ein bisschen so einen Effekt. Ja, das macht's jetzt bis zum Ende der Reihe, wie immer. Und dann geht's weiter. So, jetzt sind wir am Ende angekommen von dem ganzen Flauschwust hier. Ja, und jetzt schneide ich natürlich auch den Faden hier wieder ab. Ist ja klar. Na, wo ist es denn jetzt? Hier ist es so. Und dann werden die Fäden vernäht. Das machen wir jetzt. Also ich habe mir jetzt einen Faden hier einfach auf die Stopfnadel gemacht. Ich habe hier so eine große, dicke, die ist ja super dafür. Und dann häkel ich. Vernähe ich das einfach gerade so grob mit zwei, drei Stichen, Knoten drauf und ja, das ist auch schon die ganze Sache. Also
Das muss jetzt ja auch nicht so super vernäht sein und halten, wie bei einem Pulli oder so, wo etwas schlimm wäre, wenn es aufgeht. So, jetzt mache ich hier ein Knötchen. Ich denke mal, ihr könnt alle einen Faden vernähen, gell? So, das macht ihr jetzt mit allen Fäden, die da noch so rumflattern. Es sei denn, ihr habt die schon mit eingehäkelt, denn das geht ja auch. Und ja, dann ist die Sache schon fast bereit zum Dekorieren, weil da muss ja auch noch Deko dran. So, ich habe jetzt den Windspinner schön in einer Spirale gelegt. Schön, dass er aufeinander ist. Das ist zwingend notwendig, denn sonst hast du keinen guten Effekt, wenn du den so knuddelig und verknuddelt aufhängst. So siehst du, wenn man den jetzt auseinanderzieht, ich zeige es nachher auch noch draußen, ich habe da so einen Haken, wenn du den richtig übereinander gelegt hast und ruhig so ein bisschen platt gehauen hast, dann entfaltet er seine ganze Schönheit eigentlich. Also wenn du den gehäkelt hast und hängst ihn einfach so hin, dann hat der Wind keine Angriffsfläche und dann kann er sich auch nicht drehen. Also das ist ein ganz zwingendes Muss. Ich drehe ihn jetzt schon mal rum. Dann machen wir nämlich jetzt gleich weiter. Ich habe hier noch so ein bisschen Schnickschnack für dran. Perlen in Orange, in Schwarz. Ich habe hier einen kleinen Kürbis, den können wir noch dranhängen. Den habe ich gehäkelt und das Video gibt es auch auf meinem Kanal. Bietet sich ja toll an, wenn man den mitverarbeitet. Du kannst allerdings auch im Bastelbedarf, gibt es auch so kleine Gerippe aus Kunststoff oder Skelette oder Spinnen, die kann man noch irgendwie dran montieren an die Schnur, die dann unten raushängt. Also da bleibt der Fantasie natürlich auch wieder keine Grenze gesetzt und du kannst da auch selbst ganz toll kreativ werden. Ich nehme jetzt einen schwarzen Faden. Den schneide ich mir mal hier eben kurz ab. Und meine Nadel. Und da muss ja jetzt hier unten noch ein Faden rein, wo wir den Kürbis und die Perlen auch dran auffädeln können. Übrigens, solltest du diese schwarze Effekt gar nicht haben, kannst du auch hier so ein Kitzelk oder so benutzen. Damit geht's auch. Das ist auch so ein ähnlicher Effekt. Sieht vielleicht ein bisschen anders nur aus. Oder du lässt halt dieses Effektgarn weg und machst einfach noch eine Reihe Orange da dran oder so. So, ich ziehe den Faden jetzt mal so ein Stück rein. Machen Knoten. Doppelknoten, damit es auch hält. So. Okay, den schneiden wir dann ab. Zack. So, und jetzt geht's schon los. Da können wir mal mit Perlen anfangen, würde ich sagen. Hab schon mal hier eine Orangene. Dann könnte man eine schwarze nehmen, was halt zum Thema passt, ne? Könntest auch noch ein paar Holzperlchen nehmen. Hier habe ich so eine geriffelte, auch schön, auch in Orange. Nehmen wir nochmal Orange, ein anderes Orange. Können wir nochmal Schwarz nehmen. Ja, sieht auch schon ganz hübsch aus. Ein helleres Orange. Kleine. Hier ist so ein Würfel, eine Würfelperle. Kriegst du auch überall im Bastelbedarf oder bei Teddy oder. Das ist ein dunkles Braun, das geht auch noch. Hier nehmen wir wieder Orange. Gleich können wir dann den Kürbis auch drapieren. Noch ein Stückel. So, und dann.
Ja, können wir jetzt den Kürbis auch auffädeln. Ich gehe hier oben in den Blattansatz rein. Natürlich ein bisschen popeln hier. Da schon so viel Füllwatte drin. Na. So, komm her. Ja, jetzt bin ich durch. Sehr süß. Klasse. Und dann machen wir jetzt natürlich noch ein paar Perlen unten drunter. Ja, die ist ein bisschen klar. Ah, doch, geht. Das passt. Nochmal Orange. Ach, das ist ja auch interessant, aber ich glaube, da geht die Nadel nicht durch. Doch, doch, okay. Hier ist nochmal schwarz. Ja, also das kann man natürlich auch so lang machen, wie man möchte. Ach, sieht ja süß aus. Der Kürbis da drin. Ja, und dann mache ich jetzt hier unten einfach einen Knoten, dass es nicht runterrutscht, das ganze Perlengeschnüre. Paar, so ein Doppelknoten, dreifach. Knoten, dass das auch gesichert ist. Nochmal. Wahrscheinlich gibt es dafür auch eine gute Methode irgendwo auf YouTube. Jetzt müsste es aber gleich gehen. Ja, so, der Knoten reicht. Schneid mal den Faden ab. Zack. Und fertig ist der Windspinner, den wir nachher dann noch draußen entfalten. Ach, sehr allerliebst mit dem Kürbis. So, ihr werdet jetzt Zeuge der Entwicklung dieses schönen Halloween-Windspinners. Ich habe ihn da oben an so drei Haken gehängt. Und lass ihn jetzt ganz langsam aufgehen. Vorher gut in diese Spirale gelegt, ein bisschen platt gedrückt. Das ist immer das A und O. Und schon geht's los. Wie schön er sich dreht. Ja. Super. So, ich habe ihn jetzt auch mal noch mit den Spinnfasern versehen. Sieht aus wie Spinnweben. Ein bisschen Wind geht auch. Und er dreht sich gleich bestimmt ganz. Ah ja. Jetzt kam Wind auch. Sehr schön. Ja, der Windspinner ist jetzt fertig und er dreht sich auch schön. Mit Spinnfasern versehen, wie Spinnweben. Voll geil. Gefällt mir sehr gut. Ja, wenn auch ihr Lust habt, ihn nachzuarbeiten, wünsche ich euch viel Spaß dabei. Und ja, ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren. Es gibt immer wieder was Neues. Wie ihr seht, habe ich mir hier auch wieder was Geiles einfallen lassen. Und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nacharbeiten. Abonniert meinen Kanal, lasst mir ein Like da, teilt mein Video, bringt es in die Welt. Und da ist sogar der kleine Kürbis zu sehen. Ja. Und dann wünsche ich euch viel Vergnügen, bleibt gesund und bis bald.